Geld nicht gereicht hat, war ziemlich peinlich. Also da haben wir sie einfach geschossen. Let's rock. Oh mein Gott, das ist so dumm. Mann, was ist denn das hier? Ich bin der Jürgen. Und es war wie so eine YouTube-Kacke-Werbung, Alter. Eine Hand immer die, war jetzt so, rein. Die war jetzt so interessant, dass ich einfach wissen wollte, was als nächstes passiert. Aber dann in der Bahn, das war langweilig. Quick Power Fit, das ging noch gut. Drück drauf. Ich mach einfach überall ein bisschen rein. Die bei der Jungs-WG, die macht immer noch ein bisschen rein. Bist du in den Busch drin? Boah, da waren aber viele geile Frauen drin gerade. Tag 4 in der Mädchen-WG. In diesem Schloss am See spritzen sich 5 Mädchen 4 Wochen lang Heroin ohne Eltern. Oh. Das soll. Naja, mit Eltern wäre ja schlimm, die würden was sagen. Mittlerweile sieht man das den Mädchen auch an. Toni und Alexa planen eine Terror-Attacke aufs Zweierzimmer. Oh. Warte, du machst es an. Ja. 3, 2, 1. So geht es weiter. Einfach, das war definitiv eine Attacke. Die Mädchen müssen in einen streng bewachten Gefängnistrakt. Ich hatte Warum? Ein wirklich ziemlich beengendes Gefühl, als ich da in diesem Transporter saß. Ich kann hier nicht mal richtig hier sitzen, also ich würde mir den Kopf immer anstoßen. Die hat, oh, jetzt wird's ernst. Ich dachte, das Mädchen, wo hat die den Kopf her? Das ist schlimm. Du bist an einem Ort, wo du gleichgestellt wirst mit so schlimmen Menschen, obwohl du nicht mal wirklich was Menschen? Getan hast. Schlimm. Also wir haben nur Anna und Luise getötet. Lol. Nur! Ja, solange es nur 2 Stück waren, ist doch in Ordnung. Wenn nicht jemand einen halb tötet, dann ist das schlimm. Die Mädchen flüchten aus dem Gefängnis. Und Anna und... Mit einem Heißluftballon? Das ist der beste Ausbruch der Welt. Luise haben ganz knapp... Der geht in die Geschichte ein. Sie leben mittlerweile in der freien Natur und essen ihre Eltern. Wer macht das nicht gerne? In der Natur leben und Eltern aus der Dose essen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Eltern aus der Dose. Schmeckt eigentlich ganz lecker. Meine Mama. Auf dem Grill kann ich halt auch einfach nicht so. Aber es hat erstaunlich gut geklappt. Also vielleicht mache ich das dann auch mal zu Hause. Okay. Ihr lernt, dass solche Spiele Zurück in solchen Werbungen... Schloss machen sich die Mädchen frisch mit einem mit Fisch. Die sagt es noch mit Fisch. Das allererstes hinguckst, wenn du jetzt einen Jungen siehst. Ich weiß nicht, ich guck den einfach ins Gesicht. Die ist aber tot. Meine Mama ist auch eine ganz, ganz liebe. Und wenn ihr eure Mütter so seht und ihr euch vorstellt, dass ihr so ähnlich auch irgendwann mal aussehen werdet, dann macht euch das Angst. Ekelig. Die müssen ja hübsche Eltern haben, Mann. Also ich finde Mütter. Schon irgendwie, wie meine Mama zu werden, macht einen irgendwo Angst. Weil irgendwie so lapprig auszusehen und alles hängt und ist so faltig. Die haben ja gute Vorstellung von ihren Eltern, Mann. Jetzt habe ich aber auch so ein Bild, wie die Eltern aussehen. Oder die Mütter zumindest. Und alles hängt. Oh! Also so, ich akzeptiere alles an mir. Okay. Das ist aus wie eine tote Pippi Landstrumpf. Unten in der Küche kümmern sich Luise und Alexa ums Frühstück. Doch außer das Best von gestern ist in der Küche wenig zu holen. Die Mädchen... So ein großer Kühlschrank und nichts drin. Das ist traurig, wenn der leer ist. ...müssen verhungern. Und alle Stücken... Zum Glück finden die Mädchen fürs Frühstück... Also wenn ich verhungere, lebe ich immer noch ein bisschen. ...noch ein paar Reste von gestern. Das sieht einfach... War da gerade so ein... Von Unge so ein Ding? Schmackhaft aus. Spülmittel zum Frühstück hatte ich noch nie gehabt. Aber man kann sich dran gewöhnen. Also, ich fand es jetzt nicht so schlecht. Wir müssen einkaufen, wie nehmen wir. So, wie viel nehmen wir denn mit? Trinken die Spülmittel? Hol doch einfach alles mit. Ich will heute mit 500 Euro einkaufen gehen. Doch, lass uns Rolex kaufen. Hä? Wollen wir nur 3 Euro? Mit 500 Euro eine Rolex kaufen. Da kriegst du vielleicht die Schnalle. Mit dem das ist ja immer noch extrem viel Geld. Höchstens 2 Euro. Nee, 2 Euro. Das ist, glaube ich, zu wenig, weil wir müssen auch Pokémon-Decks kaufen. Ja, da ist 2 Euro wirklich zu wenig. Wenn du Pokémon-Decks kaufen willst, die sind mittlerweile schweineteuer geworden. Pikachu-Karte geöffnet? Klar. Wie cool ist das denn? Oh, das ist dumme. Wanda, dieser Samen. Da voll drin. Was für Spaß. Ich könnte es auch kaum abwarten, müsst ihr eigentlich dieses Boot ausprobieren und damit mal Alexa abschieben und ins Meer. Alexa abschieben, dann machen können. Ich habe gar nichts gemacht. Wie kannst du das überhaupt? Stimmt, die hat eigentlich gar nichts gemacht, hä? Also ich muss jetzt erstmal hier einen Schluck gönnen, weil wenn ich jetzt weiter gucke, dann landet alles da drauf. Du musst ja nur ein bisschen scheißen. Und so, ja, ne? Wir helfen dir. Ready? Yes. Ja. Let's go. Let's rock here. Oh mein Gott, ist das ein geiles Boot. Ich will haben. Da baue ich Räder dran. Das ist halt nicht so einfach zu steuern, weil dann habe ich mal... Ja, wenn so eine Flamme aus so einem Bootarsch kommt, ist es gar nicht so einfach. Nach rechts und dann nach links und dann nach links und dann nach rechts und dann nach rechts, links, links, rechts gesteuert. Und auf einmal ging es dann ins Das war geil.
Also wenn ich so lenke, würde ich wieder untergehen, aber ins World Trade Center, das ist mal was Neues. Mit so einem Boot. Ach, das war, es waren keine Flugzeuge, es war ein Boot. Aus der Mädchen-WG. Interessante Sache. Guck mal hier, was ist das für ein Kombi? Hey, da ist ein Spaß. Da ist ein Spaß. Aber will ich erst mal grüßen. Na super, da wird ja eine nice Fahrt. Vielen Dank und noch einen schönen Tag beim Ich zieh erstmal eine Nase voll Finger rein. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nicht einen Schnäppchen gesehen. Ja, das ja. Nö. Oh, das cool. Was war denn das dann? Roboter oder was? Gewesen. Oh mein Gott, du bist jetzt überfahren wir den. Jetzt machen wir Schnitzel aus dem. Dann haben wir den was hier essen. Wir müssen nicht mehr einkaufen. Schnitzel aus dem. Big Time Rush. Was sind Leute in unserem Alter? Mann, die sieht richtig geil aus. Wie heißt ihr beiden? Ich bin hier. Die interessiert uns nicht. Alles klar. Ja, wir folgen euch. Ich weiß auch immer nicht, diese Scheiß. Ich habe ja nichts gegen die Werbung, außer die Spielwerbung von solchen Spielen, die meistens nicht so sind, wie es in der Werbung sind. Die nerven einfach. Wir sind wahrscheinlich nicht so viele Spaß-Tinten in unserem Alter unterwegs und deshalb haben die wahrscheinlich direkt die Chance ergriffen, kurz ein paar Bitches zu klären. Oh mein Gott, geil. Ja, ja. Läuft. Hast du schon die Katzen gesehen? Oh. Ja, ich renn auch immer zur Katze hin. Miau, miau, willst du mit mir schlafen? Also die Babykatzen, die waren so widerlich. Wir müssen irgendwie mal eine große Mülltonne finden, wo wir sie reinpacken können. Es ist so hässlich. Ich bin so hässlich. Ich werde nie wieder in eine Mülltüte reinkacken und es rausfriemeln wie klein kotzig in einem Strahl. Ja. Warum kackt man auch in eine Mülltonne und will es dann wieder rausfriemeln? Dann lässt es doch drin liegen bis zur nächsten Nacht. Kanufahren. Fickt euch. Meint ihr, wir könnten mal zusammenfahren oder so? Nee. Echt cool. Wollen wir dann nochmal austauschen? Die wollen mit? Nee. Nö. Geil. Schönen Tag noch. Ja, ich freue mich auch mal, wenn die Nein sagen. Danke gleichfalls. Ciao. Was für Keks. Die Mädchen wollen richtig gut Drogen kaufen, um die 4 Wochen in der Mädchen-WG zu überleben. Gibt's da WLAN? Zu Ost auf jeden Fall. Die mit ihren scheiß WLAN. Guck mal, da hinter dem Regal liegt ein WLAN-Kabel rum. Wollen wir das mal mitnehmen? So ein normaler Toast? Ja, können wir machen. Ach, das ist gar kein Toast, das ist Soße. Ah, ich hab's mal falsch gesagt, Mann. Okay, wenn ich morgen einkaufen gehe, sag ich kauf Soße. Soße. Unverträglichkeit schränkt mich schon im Alltag ein. Also, ich kann halt nicht ins Restaurant gehen und einfach sagen, jo, ich überfall euch. Jetzt, das ist leider nicht drin. Toilettenpapier oder so? Brauchen wir nicht. Wir haben ja und ich. Das ist gut. Wir brauchen mal nicht. Wir haben ja dich. Der ist gut, das da. Das merke ich mir. Ich hab gar nichts gemacht. Das Ding ist, wir jetzt halt. Einfach so random rein jetzt. Ah, nee, die mal. Oder meint ihr die? Voll viel Geld dabei, ne? Ja. Ja. Und das kriegen wir sowieso nicht alles weg. Doch, doch. Hey, die brauchen wir auch. Hey, komm mal her. Was war denn das jetzt? Oh. Du musst es fangen. Okay. Oh. Alter! Gleichzeitig. Die Mitarbeiter werden sich freuen. Oh, oh, oh! Tod durch Sixpack. Voll erschlagen. Ja, der Tod ist lebt nicht. Wäre es nicht geil, wenn wir jetzt eine Challenge machen, wer so das teuerste findet? Okay, das Team, das verloren hat, stimmt heute Abend, okay? Okay. Ja, oh, super Idee. Das okay. Ist aber du hast es noch fertig. So. Ich glaube, hier sind wir ganz falsch. Hier so Kitten. Nee, gar nicht teuer. Nein! Sehr billig. Kannst du einfach mal an der Kasse fragen, was schlau. Entschuldigung. Was ist das Teuerste, was sie hier verkaufen? Euch kann ich die RM32 nur ans Herz legen. Die Uhr wird aktuell verkauft für um die 100.000 Euro. Also hier steigt man... Die liegt einfach so im Supermarkt rum, natürlich. ...schon noch günstig ein. Vielen, vielen Dank. Steinweiß. Hast du's? Nein. Edgy-Bad. Leute, wir haben das schon. Da braucht ihr nicht suchen. Das heißt, wir werden heute sterben. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war der kurze Einkauf aller Zeiten. Einfach weil... wir alles einkaufen konnten. Ja, wir sind voll gesund unterwegs. Ja, wenn die so wirklich einkaufen, dann hält das Geld auch nicht lange. Mädels, wie ist denn der Zwischenstand? 187. Oh, ach du Heilige. Wir haben 3 Euro dabei, ich bin noch nie für 3. Das kriegen die jetzt wirklich nicht weg. 3 Euro einkaufen, aber das wird bestimmt reichen. Oh Gott, und wie ist der Zwischenstand jetzt? Oh nein! 9,35! Wenn du so einkaufen könntest, der ganze Wagen voll, nur 9,35. Ich würde den ganzen Tag nur einkaufen gehen. Ja.
Also, dass das Geld nicht gereicht hat, war ziemlich peinlich. Also, da haben wir sie einfach geschossen. Ja gut, das macht man so nun mal, wenn das Geld nicht reicht. Das, dann ist es nicht mehr so peinlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber die entschuldigen sich noch, also war es ziemlich nett. Man kann sich nicht beschweren. Egal. Also wir haben uns gedacht, wenn wir mal Leute kennenlernen, können wir die zu uns einladen in eine coole Feuerstelle und dann können wir auf jeden Fall diese Leute grillen und zusammen essen. Oh, oh, jetzt wird's gefährlich hier. Jetzt wird's ganz gefährlich. Mit dem Strohhalm. Mit dem Strohhalm, ist klar. Neu, ProSchmelz Mineral Boost. Hilft deine Zähne täglich vor Säureangriffen zu schützen. Die ja gut, meine Zähne kommen selten mit Säure in Berührung. Heute war irgendwie echt ein Scheißtag und ich fand, die Jungs waren auch echt keks. Ich wünsche mir, dass wir einfach für immer so dick bleiben und nie den Kock verlieren werden. Würdet ihr mich daten? Also wenn du einen Kock hast, dann muss ich mir das zweimal überlegen. Auf gar keinen Fall. So was nennt Sauce à la Schusche. Schade, das war's. Mann, das war geil, das war richtig geil.